Hey Freunde, heute geht es mal wieder um das Thema Schizophrenie. Und zwar, eben fangen wir mal an, allgemein mit dem Thema Schizophrenie. Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die das Leben eines Betroffenen sehr beeinflussen kann, und zwar extrem auf die extremste Weise. Also Schizophrenie ist meiner Meinung nach die schlimmste psychische Erkrankung, außer vielleicht eine multiple Persönlichkeitsstörung, die aber nicht so oft, also viel, viel, viel geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Schizophrenie kriegt. Ungefähr sind 1% der Menschheit davon betroffen. Ich meine, jeder hat einmal psychotische Phasen. Es gibt wissenschaftliche Berichte, dass jeder Mensch in seinem Leben eine psychotische Phase hat. Natürlich hört er da keine Stimmen und so. Weil eine Schizophrenie ist ein Hauptsymptom Halluzinationen. Und zwar nicht nur echte Halluzinationen, also nicht nur Pseudo-Halluzinationen, sondern auch echte Halluzinationen. Das erkläre ich jetzt schnell. Pseudo-Halluzinationen sind Halluzinationen, wo man weiß, dass es Halluzinationen sind. Echte Halluzinationen kennt man keinen Unterschied zur Realität. Was natürlich blöder ist, weil es den Patienten noch viel mehr beeinflussen kann. Ins Negative natürlich. Ins Positive würde ich nicht sagen, weil was soll daran positiv sein, Leute? Auf jeden Fall, ja. Die Halluzinationen beziehen sich zum Beispiel auf Stimmen von außen hören. Kommt davon, ob man echt oder Pseudo hört. Aber das spielt jetzt nicht so viel Rolle bei dem, was ich euch mitteilen will. Auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel Stimmen von außen hören, falsche Wahrnehmung, Realitätsverluste. Zum Beispiel, dass man die Realität anders wahrnimmt. Ich habe zum Beispiel einmal gehabt, dass ich die Realität ein bisschen plastikmäßig, wenn ich, ja, plastikmäßig könnte man sagen, wahrgenommen habe. Das heißt, es hat sich nicht echt angefühlt und auch nicht echt ausgeschaut irgendwie. Das war richtig scheiße. Aber da habe ich gar keine Medikamente genommen gerade. Da war ich gerade in so einer Phase, wo ich, ja, du musst einfach absetzen, scheiße. Ist ja egal. Auf jeden Fall Schizophrenie. Ja, dann gibt es noch Halluzinationen, wie zum Beispiel, dass man Sachen sieht, die nicht da sind. Ich meine, das kann so weit gehen bei schlimmeren Schizophrenien, bei wirklich schlimmen, sage ich jetzt einmal, dass man Personen wahrnimmt, die nicht da sind und die wirklich realistisch sieht, wie in dem Film Fight Club. Das kann passieren, aber das ist ehrlich gesagt nicht so häufig. Bei mir war es zumindest nicht, aber ich habe schon viele Berichte gehört, wo sie gesagt haben, dass sie zum Beispiel im Wald gegangen sind und Gnome und so gesehen haben. Was natürlich absoluter Bullshit ist. Aber ist ja wurscht. Ja, man kann natürlich auch Stimmen von innen hören, das hat jeder Schizophrene, würde ich sagen. Dass man zum Beispiel bösartige, es können auch gutartige Stimmen sein, aber dass man die Stimmen in seinen Kopf hört, ist häufiger, als dass man es von außen hört. Wenn man behandelt ist, haben die meisten am Anfang noch Stimmen, die was man im Kopf hört. Das habe ich früher auch gehabt, aber zu meiner Schizophrenie komme ich erst später. Auf jeden Fall, das kann echt lästig sein, wenn man den ganzen Tag Stimmen in seinen Kopf hört. Aber man muss sich so denken, zum Beispiel wenn man schizophren ist, das kommt nicht von außen, es gibt euch das keiner rein, es beeinflusst euch keiner, das kommt alles aus euer Unterbewusstsein, das ist eine psychische Störung und da wird das Unterbewusstsein quasi laut und tut die Sache so wiedergeben, wie es quasi glaubt, das richtig ist. Also könnte man jetzt philosophieren, ob das Unterbewusstsein weiß, was er macht, aber ich glaube das ja nicht, weil das ist eine ja, das ist eine psychische Störung. Auf jeden Fall, wie wird man eigentlich schizophren? Schizophrenie ist zum Beispiel von der Genetik abhängig, zum Beispiel wenn eure Vorfahren leichter schizophren waren, jetzt zum Beispiel sagen wir jetzt einmal, dann kann es natürlich sein, dass ihr eigentlich fast zu 100% den genetischen, die DNA noch drin habt und das dann leichter schizophren werden könnt. Ich habe einen Freund, der ist seit seiner Kindheit, hat er Stimmen gehört. Die ist von Anfang an schizophren. Jetzt hat er es gut im Griff und hört es, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ich sag's nur. Kann auch sein. Bei mir persönlich war es eine drogenausgelöste Psychose. Das heißt, also Schizophrenie, ich bin chronisch erkrankt, aber eins nach dem anderen.
Auf jeden Fall, bei mir wird es durch viel Mischkonsum ausgelöst, was man auf keinen Fall machen sollte, wenn man die Genetik dafür hat. Man sollte es grundsätzlich nicht machen, aber wenn man genetisch dafür veranlagt ist für psychische Erkrankungen, dann ist man richtig im Arsch, könnte man sagen. Es gibt Vorzeichen, ich habe viele Vorzeichen gehabt, und zwar, dass ich zum Beispiel die Umgebung anders wahrgenommen habe, wie zum Beispiel, wer es kennt von Drogen, Optics, also optische Halluzinationen, so leichte. Also ich habe da so einen Flimmern gehabt. Man könnte sich so wie so einen Schwarz-Weiß-Fernseher vorstellen von früher, wo die schwarzen und die weißen Punkte quasi kämpfen. Auf jeden Fall, ja, das habe ich gehabt. Und nur bunt halt, bunter mit Farben. Ja. Ist auch nicht ganz schön, wenn es für immer bleibt. Auf jeden Fall gehen wir weiter. Jetzt habe ich halt die Schizophrenie durch Drogen ausgelöst und es hat sehr lang gedauert und jetzt derweil meine Medikation, man kann das sehr gut medikatös behandeln, aber Medikation ist nicht das Einzige. Ich sage jetzt einmal die Medikation, dann komme ich auf das weiter. Meine Medikation ist Trevicta 525 Milligramm, die kriege ich alle 3 Monate, das ist der Wirkstoff Risperidon. Oder nicht der Wirkstoff, das Medikament heißt Risperidon, der Wirkstoff ist Paliperidon. Das ist ein sehr modernes Neuroleptikum, was sehr gut wirkt und mir sehr gut hilft. Und zusätzlich als Beimedikament bekomme ich Leponex 250 Milligramm. Aber immer nur in der Nacht, weil bei Leponex ist das Problem, wenn man die unterm Tag nimmt, hauen die einen so nieder, dass man den ganzen Tag schmeißen kann. Wenn man Leponex nimmt, muss man schlafen, das ist einfach so. Sonst hat man gar nichts mehr vom Tag. Richtig scheiß Medikament, das ist halt ein uraltes, eins von den ersten Neuroleptikern und das ist halt wirklich der Holzhammer der Neuroleptiker, das ist gegen therapieresistente Schizophrenien oder Psychosen halt. Auf jeden Fall, ja. Ich persönlich kann es hoffentlich bald ausschleichen, weil meine Schizophrenie. Ich meine, die Leute sagen mir die ganze Zeit, Schizophrenie ist nicht heilbar. Zu dem Punkt wollte ich auch kommen. Schizophrenie ist nicht heilbar. Aber ich denke mal, warum, wenn es eine Erkrankung ist, sollte es nicht heilbar sein? Nur weil es sehr wenig Berichte gibt, oder so gut wie gar keine, und man hört halt nichts davon, dass es heilbar ist. Aber meine Schizophrenie, ich zum Beispiel höre keine Stimmen in meinem Kopf, ich sehe nichts, und ja. Also was heißt das? Ich verwende mich, ich habe keine psychotischen Gedanken. Und ja, heißt das doch nicht, dass die Schizophrenie geheilt ist, obwohl vielleicht sind einfach die Symptome weg. Aber wenn ich keine Symptome von der Schizophrenie habe, wer sagt, dass dann die Erkrankung noch da ist? Das ist die Frage, die ich nicht ganz verstehe. Weil alle sagen mal, Schizophrenie ist nicht heilbar. Aber ich will euch Hoffnung machen, ich habe keine Symptome mehr, ich kann ganz normal leben, ich habe ein schönes Leben. Ich kann machen, was ich will, ich kann in Urlaub fahren, wie ich will, habe ich eine Zeit lang nicht kennen. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, Antidepressiva nehme ich nicht mehr. Und da erzähle ich euch jetzt eine kleine Geschichte. Weil ich habe die Leponex schnell reduziert, natürlich mit der Fachärztin, allein sollte man das nie absetzen, Neuroleptika oder grundsätzliche Medikamente, besonders welche, die einen Spiegel aufbauen. Auf jeden Fall, Entschuldigung. Hat dann das Antidepressiva durch die Reduktion von Leponex viel stärker gewirkt und ich bin manisch geworden. Wie hat sich das ausgewirkt? Ich war jetzt sehr glücklich, was ich immer noch bin, das ist wahrscheinlich nicht so, aber ich habe halt einen extrem starken Antrieb gehabt, was auch nicht gut ist, kann auch gefährlich werden. Darum haben wir dann das Antidepressiva so schnell wie möglich ausgeschlichen und ich brauche es auch nicht mehr, ich bin nicht mehr depressiv. Also meiner Meinung nach, jede Erkrankung ist heilbar. Von mir aus sagen viele, dass es nicht heilbar ist, aber für mich persönlich, ich finde, dass es heilbar ist, okay? Also die, was so an Schizophrenie erkrankt sind, macht euch keine Sorgen, es gibt Hoffnung. Und wenn es das wirklich nicht ganz wegbringt, dann muss man auch sagen, man kann die Symptome sehr gut behandeln und ich habe meine weggebracht, komplett. Das ist ja schon einmal ziemlich gut, ne? Okay. Ja. Also gibt's die Hoffnung nicht auf. Schizophrenie ist für mich heilbar. Vielleicht bin ich noch nicht ganz geheilt, aber die Symptome sind geheilt. Mir geht's gut. Ich verhalte mich normal, habe keine psychotischen Gedanken, keine Wahrnehmungsstörungen. Ich nehme die Welt normal wahr, wie sie ist. Alles ist gut.
Gut, dann haben wir das geregelt. Gibt's noch was, was ich sagen will? Ich habe das jetzt ein bisschen einteilt. Auf jeden Fall wollte ich euch eigentlich mit dem Video eher Hoffnung machen, dass wirklich möglich ist, dass man sehr, sehr, sehr gut leben kann mit einer Schizophrenie. Ich höre immer wieder Sachen von Leuten, die noch Medikamente nehmen. Ich muss vielleicht auch für immer Medikamente nehmen. Vielleicht nicht die Leponex, wenn ich Glück habe, dass man die ausschleichen kann. Ich habe jetzt den Blutbefund gemacht, den muss ich noch abwarten. Dann schauen wir, ob ich den Dreck ausschleichen kann, weil meiner Meinung nach brauche ich es nicht. Okay. Na, liebe Freunde, ich werde mir jetzt das Video mal anschauen, ob es gut geworden ist. Und falls ich was vergessen habe, kommt gleich noch was. Wenn nicht, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und glaubt an eure Heilung, glaubt an eure Kraft, glaubt an eure Stärke, macht es einfach weiter. Gebt es nicht auf. Eine Schizophrenie bei mir hat 4, 5, 6, 7, 7 Jahre eigentlich gedauert, bis ich so weit war wie jetzt. Aber natürlich kann man das schneller machen, indem man ein bisschen hinterfragt, was man macht und was man denkt. Vielleicht Tagebuch führen, immer ein bisschen Fremdanamnese dazu holen. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall auch mit der Fachärztin zusammenarbeiten, die weiß, was macht, wenn es eine gute ist. Und ja. Auf jeden Fall, das wird schon wieder. Wenn ihr Hilfe braucht oder Fragen habt, könnt ihr das gerne mir stellen in den Kommentaren oder mal auf meine E-Mail-Adresse schreiben, die auf meinem Kanal verlinkt ist oder von mir aus auf Instagram, ist mir wurscht. Ich helfe euch sehr gerne dadurch, ich kann euch Tipps geben und so. Wenn ihr mehr über Schizophrenie erfahren wollt oder wirklich einmal ein Tipp-Video machen wollt, ein Tipp-Video haben wollt, wie ich meine Schizophrenie zum Hauptteil gelöst habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare, ich mache das gern, vielleicht mache ich es sowieso nächste Woche, schauen wir mal. Auf jeden Fall, schönen Tag noch, glaubt an euch, gebt es nicht auf, macht es immer weiter und ja, viel Glück Leute.